Martin, 13 Jahre, behauptet, ich rechne schneller mit dem Kopf als Uli Hoeneß mit dem Taschenrechner. Ich erkläre, wie wir das Duell spielen. Beide bekommen gleichzeitig, ihr könnt ruhig ein Stück rankommen, beide bekommen gleichzeitig eine Aufgabe gestellt. Wer das Ergebnis ausgerechnet hat, entweder mit dem Kopf oder mit dem Taschenrechner, notiert diese schnell auf diesen kleinen Pappen, die vor euch liegen. Und dann drückt er den Buzzer. Derjenige, der schneller gebuzzert hat, der darf das Ergebnis benennen. Ist es richtig, bekommt er einen Punkt. Ist es falsch, darf der andere das Ergebnis benennen. Ist das richtig, bekommt er den Punkt. Das ist ganz klar. Insgesamt werden 10 Aufgaben gestellt. Wer mehr richtige Lösungen hat, gewinnt. Im Falle eines Gleichstandes hast du verloren, weil du ja der Herausforderer bist und sagst, du schaffst mehr. Klein gegen groß, auf, los geht's, los. Hier ist die erste Aufgabe. Wenn Sie es ausgerechnet haben, notieren Sie es, weil dann für den Fall, dass er es falsch hat, dann hätten Sie ja noch die Chance. 1368. 1368, sagt Martin. Diese Lösung ist richtig. So, alles gelöscht? Alles okay. Ja. Hätten Sie Verwendung für Martin irgendwo in der Finanzabteilung eventuell? Jederzeit. Ja? Also, zweite Aufgabe. Schnell aufschreiben und drücken. So, wir gucken, Herr Hoeneß, was haben Sie notiert? 11.074. Und dieser Punkt geht an Herrn Hoeneß. Oh. 1:1. War zu leicht, oder, Martin? Unterfordert. Ja? Dritte Aufgabe. Schnell schreiben. Schreiben Sie ruhig noch auf. Nee, nee. Ja. Es ist, Martin schreibt und hat als erstes gedrückt, 325 und das richtige Ergebnis ist 325. Zwei zu eins. Aufgabe Nummer 4. Wurzelrechnen. Die Wurzel aus 300.304. Martin hat auch fertig notiert. Ich bin gerade dort. Wir notieren auch fertig, weil er hat ja eh. Okay. Herr Hoeneß, was haben Sie notiert? 548. Ja, stimmt. Das stimmt. Wenn du das sagst, Martin. 548, korrekt. Ich habe nicht zu viel versprochen. Spannendes Duell, 2:2. Aufgabe Nummer 5. Achtung, hier ist sie. 13. Mal 9 minus 14 mal 8 plus 27 mal 13. Das ist 356. Sie haben notiert? Ja. Haben Sie das Ergebnis, von uns aufgeschrieben? Nein. Okay. Das Ergebnis ist, Martin, 356, das ist dein dritter Punkt. Aufgabe Nummer 6. Oh je. 19 plus 100 minus 18 plus 97 minus 98 minus 95.
5. Da gibt's offensichtlich irgendeinen Trick. So schnell kann ich nicht eingeben. Ja, da waren Sie ja eben. Das kann, ich glaube, das kann keiner in diesem Falle. Ja, 5 ist das richtige Ergebnis. Ich will da einmal ganz kurz zwischenfragen. Wie geht das so schnell? 19 und 18, also plus 19 minus 18 kann man zu 1 zusammenfassen. Und plus 97 minus 98 kann man zu minus 1 zusammenfassen, dann kann man das wegstreichen. Und dann hat man 100 minus 95 ist 5. Ja. Wenn das so ist. Ja, so leicht ist es. Wahnsinn. Es steht 4 zu 2. 7. Aufgabe. Die Wurzel aus 676 mal die Wurzel aus... Das hast du notiert? 728. Und das richtige Ergebnis lautet... 728. Faszinierend. 8. Aufgabe. Oh je. 213 plus 111 minus 31 plus 33 minus 210 minus 106. 10. Stimmt? Stimmt. Ja. Stimmt, dann gucken wir. Das stimmt. Martin, es steht 6 zu 2. Aufgabe Nummer 9, die vorletzte. Hier ist sie. Die dritte Wurzel aus 456.533 und dann noch mal 123 dazu addieren. 200. Ich hab's doch gar nicht eingegeben. Martin? Ich habe eine schlechte Nachricht. Für Herrn Hoeneß, das stimmt. Das stimmt. Letzte Aufgabe. Und natürlich die, die es richtig in sich hat. Jetzt kannst du dich noch mal voll beweisen. Hier kommt die letzte Aufgabe. Die 5. Wurzel aus 371.293 mal die Wurzel aus 354.827. 570. Tippen Sie ruhig mal, tippen Sie mal fertig. Ja, ja, da brauche ich keinen fertig machen. Ne? Einer ist falsch. Kommst du jetzt gerade drauf? Ja. Tippen Sie mal weiter, Herr Hoeneß, und... Das hier? 494. Ja, habe ich jetzt auch. Ja? 494. Ja. 494 ist richtig. Ja. Das heißt, dieser letzte Punkt geht an Herrn Hoeneß. Aber wir haben natürlich notiert, dass du es dann... Ich hatte irgendwie bei 5. Wurzel dachte ich irgendwie 5. Also ich hatte dann 15 mal 38 statt 13 mal 38. Ja. Aber Martin, soll ich dir was sagen? Ich komme persönlich bei der 5. Wurzel auch immer durcheinander. Insofern habe ich da jedes Verständnis. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast trotzdem natürlich überzeugend gewonnen. Ja? Das war eine super Leistung. Und Martin gewinnt das Mathe-Duell.